Also um eine Analyse über einzelne Sektoren durchzuführen, kann man das Ganze über den Radarscreen durchführen. Man hat die Möglichkeit über Insert Symbol List, also rechte Maustaste in die Symbolleiste, Reuters Symbol List, einzelne Industriegruppen auszuwählen. Genau wie Sie richtig beschrieben haben, in Basic Materials haben wir Eisen und Stahl. Das sollten sogar die Werte sein, die jetzt hier auch über Finvis zu finden sind. Da haben wir jetzt aktuell 31 Werte. Ja, ich sag mal, gerade hier OTC, das sind Dinge, die würden natürlich für den Handel, denke ich mal, eher ausfallen. Die kann man dann manuell noch über ein Volumenkriterium dann sowieso rausnehmen. Ich füge sie trotz alledem mal hier mit ein. Die zweite Möglichkeit wäre, über die Seite finvis.com zu gehen, dass wir ein beliebiges Symbol wie American Steel Holding eingeben und hier mit dem Linksklick auf den Sektor Stahl und Eisen uns die Werte anschauen. Und meistens sind es jetzt auch bloß, wie Sie sehen, 20, hier sind 26 Werte, die könnte man dann übertragen, also sogar noch etwas weniger, als was wir hier in der Reuters Custom List haben oder Symbol List. Und ich sag mal, da haben wir eigentlich schon die OTC-Werte. Ich würde jetzt mal sagen, alles unter 1000, wo wir hier sind, können wir rausnehmen. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, was welcher Wert hat in der Form am besten, am schlechtesten performt seit Anfang des Jahres. Man kann natürlich hier erstmal Intervall auf Monthly stellen und dann gibt es einen einfachen Indikator, wo wir das hier mal messen, den ich in der Form hier einmal mit einfügen möchte, um ja die Veränderungsrate zum Jahresbeginn mit darzustellen. Schauen, das ist dann Prozent Change Open Close, also TV für Trade Vola, Prozent Change Open Close, und dann können wir das Ganze einstellen. Wir wollen die Veränderung jeweils zum Anfang des Jahres. Das heißt, wir müssen noch ein paar Dinge dementsprechend hier über die Inputs ändern. Lassen Sie mich nur kurz einmal prüfen, ob das die aktuellste Variante hier ist. Dann mache ich Ihnen den Workspace gleich soweit fertig und kann Ihnen den im Anschluss mit raussenden. Wir nehmen noch einen anderen mit hinzu. Das ist SST Open Close. Ah ja, hier haben wir. So, machen die Schrift mal etwas größer und können hier über die Inputs reingehen. Nehmen jetzt, wir sind im April, das heißt, er nimmt natürlich jetzt die monatliche Kerze. Mit der Länge kann ich einstellen, welche Kerze. Also wir können es mal kurz uns anschauen. Wenn ich die 0 einstelle, ist es einfach das Gleiche, was wir hier prozentual rausbekommen, wie die Performance seit Anfang des Jahres. Das können wir mal vergleichsweise uns anschauen. Der einzige Wert, der auf dieser Monatsbasis jetzt ein Plus hat, ist FRD. Und dazu müssen wir uns einfach nur den Chart von, können wir natürlich gleich verlinken, mit Green Global Symbol Link, FRD. Hier natürlich auch die monatlichen Kerzen einstellen.
Da sehen wir, Öffnungskurs war am Anfang des Monats bei 6,40. Jetzt sind wir bei 6,59. Das ist im Prinzip genau das, was hier steht. Also 6,40, 6,59. Und hier vergleicht er immer mit dem Monat zuvor. Open Close. Das heißt, im Vormonat waren drei Werte hier positiv. Und das kann man natürlich jetzt über die Länge dementsprechend hier gestalten. Ich kann jetzt hergehen und sagen, Öffnungskurs will ich aber nicht vom April haben, den will ich auch nicht vom März oder Februar, sondern vom Januar. Das heißt, beim Open Kurs drei Einheiten zurück. Und da sehen wir, welche Werte seit Anfang des Jahres, das meinte ich, waren nicht 40% am American Steel Holding, ist hier natürlich ein Ausnahmefall, der 30% verloren hat seit Jahresbeginn. STLD hatte dementsprechend mit 4,5% noch einen recht soliden Verlauf und MT ist seit Anfang des Jahres sogar 11% im Plus. Auch das können wir mal prüfen. Anfang des Jahres war hier die Januarkerze, da hatten wir einen Öffnungskurs von 7,39. Und aktuell sind wir bei 8,42 und da sind wir natürlich genau 8,23, Entschuldigung, sind wir genau bei diesen Kursen, die wir hier sehen. So können Sie natürlich auf Monatsbasis Veränderungen für ein Quartal, für eine dementsprechend längere Laufzeit mit darstellen. Ist dann die Frage, ob das jetzt mit den Vergleichswerten, die danach kommen, relevant ist, die kann man dementsprechend aus Klammern, weil die sagen ja im Endeffekt nichts anderes aus, als wie sieht das mit einem Monat zurück oder mit einer Länge zurück aus. Das heißt, wie war jetzt in diesem Fall, wenn ich die Längen unterschiedlich wähle für Open Close, wie sieht es mit der Veränderung aus, aus dem letzten Monat und dann Bezug zum 1. Dezember. Das macht natürlich wenig Sinn. Diese zwei, drei oder drei Spalten, die wir dazu gesehen haben, machen eigentlich nur dann Sinn, wenn wir nochmal in die Inputs gehen, wenn wir hier die gleiche Länge hat. Weil dann sage ich möchte jetzt die Veränderungsrate vom April mit dem März vergleichen oder vom heutigen Tag mit dem vorhergehenden Tag oder mit einem Zeitraum aus Februar zu Januar, dass man einfach zwei Monate oder zwei Kerzen miteinander vergleicht. Hier haben wir jetzt natürlich einen längeren Zeitraum, das heißt, wir haben den Öffnungskurs vom Januar, weil wir auf Monatsbasis arbeiten, bis zum aktuellen Schlusskurs. Und sehen so sehr schön, dann können wir das nämlich auch ausnehmen, wie das Ganze sich hier in der Form hier verhält. Und jetzt ist die Fragestellung, ich meine, der Radarscreen nimmt nicht ganz so viel Platz weg. Man könnte jetzt noch das ETF oder die SPY vielleicht hier oben einfügen, um da noch so einen Referenzwert zu haben. Ich weiß gar nicht, so ein direktes Stahl- oder Eisen-ETF haben wir in der Form jetzt, das ist mir jetzt nicht bekannt. Und dann wäre es, sage ich mal, vielleicht sinnvoll oder möglich, hier einfach noch einen Chart mit hinzuzunehmen, wo man dann dementsprechend auch das Probe oder die Probe aufs Exempel machen kann. Sprich, hier einfach mal vergleicht, wie sich die Werte, noch muss gleich so, Copy Window. Paste Window. Jetzt können Sie das natürlich intern im Workspace verknüpfen. Intervall ist natürlich auch eine Information, wenn man es einmal eingestellt hat, was man dann nicht mehr benötigt. Und so können Sie natürlich für jeden Sektor auf allen Zeitebenen, wo Sie das wollen, Analysen durchführen. Hier Last Net und Net Change richtet sich sowieso nur auf den aktuellen Handelstag. Damit haben wir alle Informationen. Rein theoretisch könnte ich jetzt sogar hier unten noch hergehen und sagen, ich nehme die Matrix noch mit rein, um hier gegebenenfalls dann auch gleich in diesem Workspace zu handeln. Oder natürlich in andere Weise kann man hier auch hergehen und ja, noch weitere Werte, weitere Sektoren mit reinzunehmen. Das müssen Sie dann schlussendlich ein Stück weit selbst entscheiden. Ich speichere den Workspace soweit ab, sende Ihnen das Ganze zu. Wenn sonst heute noch irgendetwas passieren sollte,
Sprich, wenn wir noch außer der Schließung für Snapchat, die wir jetzt durchgeführt haben, noch weitere Möglichkeiten für ein Investment sehen, werde ich Ihnen das natürlich mitteilen. Werden wir hier auch das Ganze über den Skype-Chat nochmal publizieren. Und morgen wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass wir dann gegen 18 Uhr mit der Live-Schaltung starten und gegebenenfalls dann vorab natürlich einen möglichen kurzfristigen Trade für die aktuelle Woche hier mit darstellen und Ihnen dementsprechend dann Hinweis geben, wo es vielleicht gute Möglichkeiten gibt, zum Ende der Woche, Stichwort Facebook oder NUGT, noch ein paar Prämieneinnahmen zu generieren. Das natürlich wie gewohnt dann gleich zu Börsenbeginn. Ja, das soweit von meiner Seite für heute und alles weiter dann zum späteren Zeitpunkt noch über Skype. Bis dahin.